Ich bin Kerstin Wolter und bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut, so ein Video zu drehen. Jetzt aber steht Montag meine erste virtuelle Kochshow an und ich habe mir geschworen, ich werde es versuchen, euch meine Kochshow hier zu präsentieren. Und wenn ich mich jetzt verhaspel, verspreche oder sonst irgendwas, dann lassen wir das einfach laufen und lachen dann zusammen darüber. Im regulären Leben bin ich in der ambulanten Pflege tätig. Ich fange jetzt schon an zu stottern. Himmel! So, machen wir es nochmal. Es fällt mir unglaublich schwer. Ich hätte nie gedacht, mit meiner Riesenklappe, die ich immer habe, wie schwer das ist, vor so einer Kamera zu sprechen. Aber ich werde mich da jetzt durchbeißen. Fangen wir nochmal an. Ich bin Kerstin Wolter, noch 48 Jahre alt. Und hauptberuflich in der ambulanten Pflege als Altenpflegerin mit Schwerpunkt Wundmanagement tätig. Meinem Hobby Kochen und Backen habe ich bis jetzt noch nicht so viel Zeit gewidmet, bis zu diesem Tag 2019 im Mai, als ich eingeladen wurde auf eine Kochshow als Gast. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Ich habe gelesen, Pampered Chef. Pamper was? Ich hatte keinerlei Ahnung und bin an diesem Abend von meiner Mentorin Elina so verzaubert worden, dass ich nicht nur auch die Stoneware für mich selber entdeckt habe, sondern so einen Spaß hatte an Kochen und Backen mit den Steinen, dass ich angefangen habe, einen Instagram-Kanal zu erstellen, in dem ich meine Sachen gepostet habe und mir dann gedacht habe, wenn ich doch so viel Werbung mache, überall rum erzähle, wie toll Pampered Chef ist, dann kann ich damit doch auch beruflich tätig sein, nebenberuflich. Und so bin ich dann im November eingestiegen als selbstständige Beraterin für Pampered Chef und teile meine Begeisterung jetzt mit euch. Und normalerweise haben wir eine Kochshow bei euch zu Hause, da stehe ich dann genauso nervös hier, aber da sitzen da die Leute und lächeln mich an und dann denke ich, alles ist gut. Und jetzt steht da so eine Kamera und keiner ist da. Ich stelle mir jetzt mal vor, ihr sitzt alle da und guckt. Und dann weiß ich, es ist alles gut. Also, jetzt will ich euch erklären, warum Pampered Chef mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Und werde euch das auch anhand einer Vorführung zeigen. Wir backen gleich zusammen ein Brot. Diesmal kann ich euch das leider nicht herumreichen, sondern nur auf dem Film zeigen. Aber ihr könnt glauben, das schmeckt so, wie es aussieht. Warum Pampered Chef? Pampered Chef hat mir gezeigt, dass man die Alltagsküche super leicht mit dem geringsten Aufwand gestalten kann, was ja für mich mit meinem Hauptberuf wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist und bestimmt auch für viele andere. Pampered Chef gibt es schon seit 40 Jahren. Und allein in Deutschland haben wir jetzt den 20. Geburtstag gefeiert, 2020. Und trotzdem sind wir hier noch sehr unbekannt. Es geht den Leuten so wie mir, wenn ich sage, Pampered Chef, nie gehört. Und das will ich jetzt ändern, indem ich euch damit bekannt mache. Und vielleicht kann ich euch so verzaubern, wie ich verzaubert wurde letztes Jahr im Mai. Das Herzstück von Pampered Chef sind die Steine, wie wir immer sagen. Ich bin steinreich, wie man sieht. Steinreich. Das Herzstück sind die Steine. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um Ton. Jeder von uns kennt wahrscheinlich noch den guten alten Römertopf. Kann man so in etwa damit vergleichen. Freundin von mir hat mal gesagt, Römertopf 2.0. Es geht darum, dass der Römertopf bei einer niedrigen Temperatur, ungefähr bei 250 Grad, gebrannt wurde. Und deshalb, bevor man ihn benutzt, muss er immer gewässert werden. 15 Minuten. Und nimmt leider auch den Geruch und den Geschmack an. Das heißt, wenn man was gekocht hat oder geschmort hat, dann nach dem Spülen immer noch so ein bisschen der Geruch dran haftet. Und wenn man dann was Süßes darin machen will, ist das nicht so angenehm. Der Ton von Pampered Chef ist bei ca. 1000 Grad im Ofen gebrannt und nimmt weder Geruch noch Geschmack an. Alles schmeckt, wie es ist. Wenn man sich den
ist der Zauberstein, ein Herzstück von uns. Wenn der neu ist, ist der ganz rau. Die Fläche ist rau. Man merkt diesen Ton. Und er muss dann vor Benutzung eingefettet werden. Wie gesagt, das ist ein nagelneuer Stein. Und wenn man ihn zum ersten Mal benutzt, sollte er dünn mit einem hocherhitzbaren Öl eingerieben werden. Rapsöl, Kokosöl, ähnlichen. Dann bildet sich eine Patina. Die sogenannte Patina, das ist eine natürliche Antihaftbeschichtung. Und ihr werdet sehen, von Mal zu Mal wird der Stein dunkler und glatter. Das ist ausdrücklich gewollt. Ich zeige euch jetzt mal meinen. Das ist mein Zauberstein, der mittlerweile schon gut benutzt wurde. Er ist schon ganz glatt. Und da braucht auch nicht mehr viel gefettet zu werden. Zwischendurch packe ich aber immer noch ein kleines bisschen Öl mit drauf. Was macht diese Steine, wie ich jetzt sage, so aus? So. Der Stein oder die Steine werden in den Backofen in das unterste Fach auf dem Rost, bitte nicht aufs Backblech, gelegt, so dass die Wärme von oben und unten, also bei Ober-Unterhitze, wirken kann. Und so, jetzt probiere ich es nochmal. Die Steine kommen immer in das unterste Fach auf den Rost im Backofen, bitte nicht aufs Backblech, weil die Feuchtigkeit aufgenommen wird. Die Steine nehmen die Feuchtigkeit auf und transportieren sie. Es zirkuliert im Backofen. Dadurch entsteht dann der sogenannte Steinofeneffekt und die Knuspergarantie, wie ich sie auch in meinen Videos immer verspreche. Es wird alles super knusprig. Im Vergleich zum Backblech, es gibt auch dieses eine Video von mir, was ihr euch anschauen könnt, mit den tollen Grafiken von der Tina Volkmann. Der Vergleich Backblech und Stoneware. Bei dem Backblech bildet sich zum Beispiel bei einer Pizza immer unten drunter das Kondenswasser und die Pizza wird nie richtig knusprig, es wird immer ein bisschen weich. Das ist bei dem Stein nicht so. Die Feuchtigkeit wird zirkuliert, es wird von oben und unten knusprig. Das gilt auch für Frikadellen, Pommes oder Fischstäbchen, alles, was man auf diesem Stein zubereiten will. Es muss nicht gewendet werden, dadurch, dass die Hitze, die Feuchtigkeit zirkuliert. Es wird knusprig von oben und unten. Ich zeige es euch jetzt gleich mit dem Brot. Wir klopfen drauf und ihr seht, was ich meine. Kein Schwitzwasser, nichts wird sich bilden. So, die Einstellung hat sich etwas verändert. Der Fokus liegt jetzt hier auf der tollen Backmatte. Das ist der Streufix. Da habe ich zwei von. Bei dem einen, da ist Puderzucker drin für süße Sachen. Meine Berliner zum Beispiel, konnte man wunderbar damit bestreuen. Hier ist das Mehl drin. Ich bestreue die Backmatte, die aus Silikon ist. Und gut, wollte ich nur mal zeigen hier. Ganz glatt, rutschfest. Das heißt, ich kann Kneten machen. Das Ding rutscht nicht zur Seite. Hier wird sie jetzt leicht bemehlt. Jetzt kommt der Brotteig. Der ist jetzt in dieser Edelstahlschüssel eine Stunde gegangen. So, wird noch bemehlt. Jetzt müssen wir den Teig erstmal falten, damit auch eventuelle Blasen verschwinden. Brotschleifen bedeutet einen Brotleib formen. So.
ist mein Ofenmeister. Der ist mittlerweile leicht geölt und ein bisschen gemehlt. Der Boden. Da setze ich diesen Brotlaib jetzt rein. Nehme ein Messer und schneide mir, was machen wir denn mal? So. Das geht nicht. Oh, Micha! Ich musste gerade meine bessere Hälfte aufwecken. Mein Männle hat lauter geschnarcht, als ich spreche. So, jetzt. Ich schneide jetzt nochmal ein, das Brot. So, den Backofen habe ich vor 10 Minuten vorgeheizt auf 240 Grad Ober- und Unterhitze. So, ein kleines bisschen Mehl drauf. Und das, Deckel drauf, kommt jetzt in den Ofen. Ihr seht hier, der Ofenmeister schließt nicht richtig, der Deckel. Das ist so gewollt. Das ist kein Fehler und er ist auch nicht kaputt. Die Feuchtigkeit und der Dampf soll entweichen. Da erst kann dann dieser Knuspereffekt entstehen und es kann zirkulieren. Das heißt, egal was man macht, der Deckel sitzt immer nur so wackelig drauf. Und jetzt packe ich es in den Ofen. So, das Brot ist jetzt im Ofen. Bei mir sind es genau 57 Minuten, habe ich rausgefunden. In der Regel sagt man immer so circa eine Stunde, aber jeder Backofen backt anders. Das heißt, das müsst ihr für euch rausfinden, so zwischen 55 Minuten und einer Stunde, da seid ihr genau auf der sicheren Seite. Während das Brot vor sich hin backt, werden wir noch ein bisschen die anderen Sachen kennenlernen. Hier haben wir zum Beispiel den kleinen Zaubermeister Lilly. Sieht aus wie der Ofenmeister in klein. Und ist wunderbar geeignet. Heute Morgen hatten wir zum Beispiel zu unserem Muttertagsfrühstück, apropos Muttertag, Glückwunsch an alle Mütter. Hier hinter mir steht der Strauß, den habe ich von meiner Tochter gekriegt. Wir hatten heute das Ofenei. Dazu habe ich ja auch ein extra Video für die kleine Lilly. Schaut es euch mal an. Da kommt einfach das Ei mit. Habe ich mich gerade an dem Ofenei aufgehängt. Da fangen wir nochmal von vorne an. Also, ich schweife ab und nehme die Nixe. Das ist auch eine wunderbare Schüssel von Pepper Chef. Die kann man einfrieren. Die kann bis 175 Grad in den Ofen, natürlich ohne Deckel. Oder ich benutze sie halt auch, um Tomatensalat oder auch mein Topping für die Pizza hier reinzupacken. Wunderbar kann man da auch Sachen drin anrühren und ich habe da heute mein Ei drin gemacht. Eier rein, Tomaten, Zwiebeln, Kräuter und dann ein guter Schuss Mineralwasser. Dann kommt das Ei in die kleine Lilly und dann ohne Deckel in den Backofen. Und wie ihr dann auf dem anderen Video mit dem Ofenei seht, das Ei sieht aus wie so eine Luftschokolade. Da sind kleine Luftbläschen, das ist so fluffig, so locker. Also ich möchte es nicht mehr missen, es ist so lecker. Wunderbar ist auch, dass diese kleine Zaubermeister zusammen mit dem Ofenmeister in den Backofen passt. Und da erwähne ich jetzt das andere Video von mir mit dem Geschnetzelten. Wo drauf steht ein komplettes Menü aus dem Backofen. Da habe ich das Geschnetzelte in dem Ofenmeister, den Reis in der Lilly, beides nebeneinander in den Ofen und ich brauche nichts mehr zu tun. Nach der Garzeit, wenn es fertig ist, hole ich es nur raus und dann fangen wir an zu essen. Wunderbar. Kleine Brote, Toastbrot, wunderbar geeignet, die kleine Lilly. Unser Teigroller ist wunderbar, wenn wir eine Pizza machen. Jetzt heute nicht in dem anderen Video, aber genau erklärt. Hier nehme ich meine große Lady, die Pizzaplatte. Der Pizzateig, es wird dann ganz leicht eingefettet mit hocherhitzbarem Öl. Mit hocherhitzbarem Öl langsam. Und direkt auf dem Stein ausgerollt. Ist der Teig soweit gerollt, drehst du den Teigroller um. Nimmst die ovale Seite und
kannst wunderbar hier die Ecken und Kanten rollen. Und wenn es zum Beispiel um einen Cheeseburger-Kuchen geht, da haben wir ja die Stoneware auch in rund. All die Sachen sind ja in anderen Videos erklärt. Da nimmt man dann auch, nachdem man den Teig hier drin ausgerollt hat, nimmt man die ovale Seite und zieht den Teig hier hoch. Es passt also haargenau und so zieht man den Teig dann hoch, sodass hinterher die andere Teigplatte dann drüber gerollt wird und es komplett abschließt. Oho. Ganz wichtig, der Zwiebelhacker. Keine Tränen mehr, ich bin so happy. Die kleine Zwiebel hier rein, Schalotte ähnliches oder eine geviertelte Zwiebel. Schalotte ähnliches oder eine geviertelte Zwiebel. Und dann kannst du direkt entweder auf einer Unterlage oder hier den Deckel loslegen, die Klingen rotieren und deshalb, dass du sofort den Drücker nimmst. Kleine Zwiebel. Alles für sich in die Spülmaschine. Ich stelle euch auch mal kurz die Mikroplane vor. Das ist die Reibe mit Schutz, weil die ist wirklich sehr, sehr scharf. Und ich bin nun natürlich auch bekannterweise ein Mensch, der sich gerne verletzt. Deshalb bin ich sehr happy, dass es hier den Aufsatz gibt. So. Mit dem ich dann, da packe ich meinen Käse rein, den Schutz da drauf. Und dann kann ich so reiben und brauche keine Angst zu haben, dass ich bald keine Finger mehr habe. Weil die Leute, die mich kennen, wissen, Kerstin ist geneigt dazu, sich zu verletzen. Das gleiche gilt für den Schneider hier. Das ist das gleiche. Der ist sehr, sehr scharf. Lässt sich auf 1, 2 oder 3 mm einstellen. Und unbedingt diesen Aufsatz benutzen. Hier ist das Ausrufezeichen extra für super scharf. Und so reiben wir dann alles. Man kann alles damit reiben. Ich mache es halt für meinen Salat. Gurke, auch Salat selber, ist wirklich allzweckverwertbar. Jetzt komme ich noch einmal zurück zu der Stoneware. Als ich letztes Jahr bei der Kochshow war, hat mich das Grundset so angelacht. Das ist so das Starter-Set, da fangen viele mit an. Das besteht dann aus der rechteckigen Ofenhexe. Dieser Stretch-Fit-Deckel gehört jetzt nicht dazu, den habe ich nur drauf gemacht, um zu zeigen, wenn man dann irgendwann mal Speisen hat, kann man es ganz einfach so lagern. Das ist die große Auflaufform, in der dann auch alles möglich zubereitet werden kann. Mit dem Zauberstein zusammen. Das ist das Grundset. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Essen mache, was wir sehr, sehr gerne essen, das ist dieses Schweinefilet Toskana. Das ist dann Schweinefilet, das wird umwickelt mit Bacon. Dann kommt eine Soße da drauf. Die werden dann nebeneinander gelegt in den Ofen. In die Ofenhexe und hier auf den Zauberstein kommen Kroketten und da nimmt man Tiefkühlkroketten, einfache Tiefkühlkroketten. Ich habe sogar welche gekauft, No-Name-Kroketten, die dann auf den Zauberstein gelegt werden. Wenn sie tiefgekühlt sind, sollten sie ein bisschen angetaut werden und dann kommt das zusammen in den Ofen. Das heißt, du hast wieder ein komplettes Menü gleichzeitig. Und damit auch da die Luft zirkulieren kann, kommt der Zauberstein auf die Ofenhexe. So. Dann kann der Dampf hier austreten, es kann zirkulieren und beides wird gleichzeitig fertig und ist super lecker. Das Fleisch ist zart und saftig und die Kroketten waren Bombe. Die waren sehr knusprig. Da gibt es über Zauberstein noch ein Video, das schaut euch mal an, da sieht man, wie kross die werden. Das gilt auch für Pommes und Fischstäbchen und alles von Tiefkühl, was man auf dem Zauberstein machen kann. So, du kannst aber auch, wenn du jetzt diesen Ofenmeister nicht hast,
diese Auflaufform als Schmortopf benutzen. Wenn du da jetzt zum Beispiel Gulasch drin machst oder so, dann nimmst du einfach den Zauberstein. Jetzt klingelt's. Stopp, meine Tochter kommt. Nochmal. Du kannst dieses Grundset auch als Schmortopf benutzen. Zum Beispiel für Gulasch. Dann wird einfach der Zauberstein umgedreht und so auf die Ofenhexe gesetzt. Das schließt komplett ab und somit hast du einen Schmortopf und dann geht das so zusammen in den Ofen. Das Fleisch wird super saftig und zart. Probiert's mal aus. Auf meinen Kochshows mache ich zum Nachtisch den süßen Flammkuchen und der kommt immer super an. Der ist echt lecker mit Äpfeln und da ist unverzichtbar der Spiralschneider Tausendschön. So, baue ich mal eben auseinander. Hier kommt der Apfel im Ganzen rein. Sollte jetzt nicht so ein Riesenapfel sein, aber in der Regel Backäpfel, Boskop, eignen sich am besten. Die passen hier rein, wenn der Apfel drin ist. Auch das seht ihr in dem anderen Video, wie es gemacht wird. Der Apfel kommt rein, wird hier drauf geklemmt und dann dreht ihr und dreht und dreht und die Apfelspiralen kommen hier raus. Sofort auf den Flammkuchen, einsatzbereit. Fertig. So, das Brot ist fertig. Das ist wirklich sehr, sehr heiß. Jetzt kommt der große Augenblick. Achtung! Tada! Ja, so ist das im Leben. Im allerwichtigsten Moment eine Unterbrechung. Kann man nicht ändern. Machen wir nochmal. So, diesen Aha-Moment, den hatten wir schon. Machen wir nochmal. So. Und wow, da ist es. Da ist es. Und was jetzt ganz wichtig ist, was ich vorhin schon erklärt habe, was Handkerchief ausmacht, das ist das hier. Meine Tochter filmt gerade. Komm mal näher. Hier. Das ist Handkerchief. Nirgendwo Schwitzwasser. Nichts. So, jetzt habe ich das Brot schon hier hingelegt. Es war wieder eine Störung. So ist es heute. Kann man nichts ändern. Jetzt mache ich weiter. Hier ist dieses Brotmesser. Und das gibt es im Mai tatsächlich als Geschenk dazu. Für jeden Gast gibt es ab 85 Euro Bestellwert immer ein Gastgeschenk dazu. Und es sind immer zwei, die gleich bleiben und einer, der wechselt. Und dieses Mal ist das Wechselnde. Dieses Brotmesser, das liebe ich abgöttisch. Geht auch durch warmes Brot ganz einfach durch. Und hier kommt der große Augenblick des Brotes jetzt. Mal hier. Ist noch sehr warm, aber ich hoffe, das kommt jetzt rüber. So, jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt schneiden wir es an. Ist noch sehr, sehr heiß. Da ist der Dampf. Ein bisschen auskühlen lassen. So, meine Tochter, die ja dann als Kameramann gerade noch mal dazu gekommen ist, hat sich jetzt die Kruste, das Endstück geschnappt. Und das Geräusch will ich euch nicht vorenthalten. Sie kommt jetzt nicht mit auf den Film, allerdings der Ton. Das ist der Knusper-Effekt von Pampership. Kein Schwitzwasser und es ist immer knusprig, das verspreche ich euch. So, jetzt komme ich zum Ende meiner Kochshow. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen, trotz der vielen Unterbrechungen, trotz der Verhaspler und Stotterer. Ich bin halt wirklich total nervös. Und in Zeiten von Corona ist das ja jetzt alles anders. Ich hoffe, dass das
bald aufhört und wir uns wieder persönlich sehen und ihr dann auch probieren könnt und nicht nur gucken. Das wünsche ich mir ganz doll. Oh ja, das ist natürlich jetzt wieder eine Unterbrechung da draußen. Egal, wir reden weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut euch meine Filme an. Die anderen, die ich gemacht habe, da könnt ihr noch viel sehen, was ich dann sonst noch alles gemacht habe. Bleibt gesund und bis bald. Eure Kerstin.